Schön sind Sie dabei bei diesem weltmeisterlichen 061 Live. Der Grund für die Bezeichnung ist, mein heutiger Gast ist Weltmeister geworden vor gut einem Monat in Stockholm im Racquetlon. Was es genau auf sich hat mit dem Racquetlon und wer die erfolgreiche Sportlerin ist, das erfahren Sie in der nächsten halben Stunde. Zuerst mal herzliche Gratulation, Nathalie Zioli, zum Weltmeistertitel. Ja, danke schön. Ist überraschend gekommen? Sehr überraschend, ja. Ich hatte eigentlich eine nicht so ganz gute Vorbereitung bei der WM. Ich habe mich die Woche davor ein bisschen verletzt. Ich bin umgeknickt und war eigentlich recht enttäuscht. Und bin dann da so hingefahren ohne jegliche Erwartung und dachte, gut, ich hoffe, ich knicke einfach nicht nochmal um und muss nicht irgendwann vielleicht sogar verletzt aufgeben. Und habe mich dann eigentlich recht gut ins Turnier reingespielt, ohne Verletzung, und bin dann eben bis ins Finale gekommen. Ja, und konnte das auch für mich entscheiden. Surreal war der Erfolg, keiner immer gelesen. Ja. Wie ist es heute? Ja. Eigentlich immer noch. Also wenn man zu mir kommt und sagt, Nathalie, die Weltmeisterin, dann denke ich immer, ja, das bin doch gar nicht ich. Ja. Also ich habe es nicht erwartet, ja. Eben, Sie sind Weltmeisterin, damit es nochmal gesagt ist, Kombination von, wir sehen es auf dem Tisch, Tischtennis, Badminton, Squash und noch ein Tennis. Also keine Frau auf der Welt kann das besser in der Kombination wie Sie? Doch, es gibt schon ein paar, die es genauso gut können vielleicht. Und gerade in dieses Match war es super, super eng. Also es hat genau einen Punkt entschieden. Ja, es gibt doch noch genug. Einfach an diesem Wochenende nicht. Ja. Gerade in dem Finale ist es, glaube ich, hoch zu und her gegangen. Ja. Können Sie uns kurz etwas über das Finale erzählen? Ja, im Racquetlon gibt es diese spezielle Situation, dass wenn nach allen vier gespielten Disziplinen genau unentschieden ist, und in unserem Fall stand es genau 69-69, dann wird ein entscheidender Punkt gespielt und den nennt man Gummiarm. Und zwar Gummiarm einfach aus dem Grund, weil der Arm dann natürlich recht gummig ist. Und ja, genau, bei uns war das eben so, dass dieses Match dann durch den Gummiarm entschieden wurde. Das bedeutet, wir haben einen entscheidenden Punkt im Tennis gespielt. Das heißt, es stand genau 69 beide. Und dann mussten wir noch einen Punkt spielen, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Weltmeister oder Vize-Weltmeister. Ja, und entsprechend war der Arm wirklich sehr, sehr, sehr weich. Was geht einem durch den Kopf, wenn man weiß, der Punkt entscheidet über Sieg und Niederlage vom ganzen Turnier? Ja, ich glaube, bei mir war gar nichts im Kopf. Es war einfach leer. Einfach leer. Sie hat ein Anspiel von unten gemacht. Normalerweise serviert man von oben. Sie hat von unten aufgeschlagen. Ich habe einfach reagiert, irgendwas gemacht und habe dann gesehen, wie sie den Ball ins Ausgespielt hat. Und in dem Moment ist mir einfach alles abgefallen von mir. Meine Familie ist auf mich gestürzt und ja, es war ein Wahnsinnsmoment. Familie, alle dabei gewesen in Stockholm? Alle dabei gewesen, ja. Eben, genau. Ihr Bruder spielt auch ziemlich erfolgreich Racquetlon. Ja, also der ältere Bruder ist auch in den Top 10 bei den Herren. Mit ihm trainiere ich recht viel. Und der jüngere Bruder ist bei der zweitstärksten Kategorie, also Herren B nennt man das, auch Weltmeister geworden. So. Die haben alle gesehen, wie sie auf dem Treppchen, auf dem Podest zuoberst gesehen sind. Der wunderschöne Pokal haben dürfen in Empfang nehmen. Wie ist das gewesen, so zuoberst auf dem Podest? Ja, es war ein spezieller Moment. Ich stand dann auf dem Podest, die deutsche Nationalhymne wurde gespielt. es ist doch, also es war ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich. Doch, war schon schön. Sie haben gesagt, Sie haben es nicht unbedingt erwartet, weil Sie noch verletzungsmässig zu tun hatten. Aber Sie sind schon Weltranglisten Erste gewesen vor dem Turnier. Wie sicher hat man denn eine Top-Platzierung an der Weltmeisterschaft? Oder anders gefragt, wie offensichtlich ist es, dass die Besten von der Welt denn wirklich auch an der WM zuvorderst sind? Das ist schwer zu sagen. Also in der ersten Runde habe ich zum Beispiel gegen eine Wildcard gespielt. Es kommen immer mal wieder Leute ins Racquetlon, die gerade frisch davon gehört haben und irgendwie in ihrer Jugend doch mal alles irgendwie gemacht haben und dann doch recht stark sind. Also die Weltrangliste sagt schon recht viel aus, aber ist nicht so aussagekräftig wie vielleicht bei den Herren. So, da sind es einfach mehr Herren und da ist die Dichte enger. Wie spielt man denn gegen jemanden, wo man keine Ahnung hat, wie er noch spielt? Ja, es ist furchtbar, weil im Racquetlon zählt genau jeder Punkt. Und es kann halt sein, dass man die erste Disziplin ganz klar verliert und man weiß einfach nicht, was kommt jetzt. Kann sie jetzt Badminton spielen oder nicht? Oder wie geht's weiter? Es ist einfach immer sehr, sehr, sehr spannend, diese Spielertypen dann kennenzulernen. So ein bisschen tappen im Dunkeln im Prinzip. Ja. Und wenn man die ersten paar Disziplinen nicht gut genug gespielt hat, kann es halt passieren, dass man gegen jemanden verliert, weil man es einfach nicht ernst genommen hat. Ja. Sie haben es aber ernst genommen und irgendwann haben Sie gemerkt, ich kann es wirklich schaffen, ich kann Weltmeister werden. Wann ist das gewesen? Wenn im Verlauf des Turniers haben Sie das gemerkt?
Also speziell in dem Spiel, ich habe im Tennis 18 Punkte gebraucht und war 16-11 in Führung. Also ich habe wirklich nur noch 2 Punkte gebraucht zu diesem Titel und habe einfach nur noch Fehler gemacht. Ich habe gemerkt, oh, Nathalie, du kannst Weltmeisterin werden. Und es ging einfach nichts mehr. Es war einfach wie weggepustet alles. Und habe dann bis zum 21-17, das war dann eben diesen einen Punkt, habe ich dann noch gemacht. Sie hat zwischenzeitlich schon zweimal gedacht, dass sie gewonnen hatte. Sie dachte bei 21-17, es sei fertig und hat gejubelt. Und ich war mir auch nicht so ganz sicher, bin ich jetzt richtig oder nicht? Gibt es jetzt einen Gummiarm oder gibt es jetzt nicht? Und ja, zum Glück gab es einen. Aber ja, sie hat schon gejubelt und hat sich schon gefreut. Und ich war ein bisschen verdutzt in dem Moment. Ja. Wir reden noch ein bisschen über das Umfeld, wo das Ganze stattgefunden hat. Wie muss man sich das vorstellen? Die Organisation, die Anlage, Zuschauer, wie sieht das ein bisschen aus? Ja, also in Stockholm war das ganz speziell. Wir hatten wie ein Center Court. Und zwar kann man sich das wie einen Kreis vorstellen. Es gab eine Tischtennisplatte und man konnte dann wie im Kreis herum dann zum Badminton gehen. In der Mitte war eine große Tribüne. Und dann gab es einen Glascourt, der aufgebaut wurde extra. Und hinten dran war dann der Tennisplatz. Das heißt, man konnte wie in der Mitte stehen und alle 4 Disziplinen sehen. Einfach wie eine Art, ja, so ein Rundgang eigentlich im Racquetlon. In der Regel ist es immer so ein bisschen verteilt, weil diese Sportcenter nicht spezifisch für Racquetlon ausgesetzt sind, sondern man muss doch ein bisschen Wege laufen. Aber gerade in Stockholm war das speziell, dass wir eben diesen Rundgang hatten. Wie ist es mit den Zuschauern gesehen? Haben viele Zuschauer da können bejubeln? Ich habe es gar nicht gemerkt, um ehrlich zu sein, und bin dann nach diesem entscheidenden Punkt, habe ich mal nach links geguckt und habe gesehen, dass da wirklich von Beginn vom Tennisfeld bis ganz nach hinten und hinten dran über Leute standen und geklatscht haben. Ich habe das einfach alles nicht realisiert. Es waren recht viele Zuschauer, ja. Und sonst so in der Öffentlichkeit, wie haben Sie das wahrgenommen? Ich glaube, Schweden ist ja, wir kommen noch drauf, hat der ein oder andere Athlet im Racquetlon. Ja. Wie lebt man das dort? Haben Sie in den Medien etwas gemerkt? Es berichtet worden über den Anlass? Es wurde berichtet, aber spezifischer auf die schwedischen Spiele. Es war recht viel in den Medien, viele Zeitungsberichte. Aber da ging es eher um ihren eigenen Sportler und nicht so um mich. Sie sind wahrscheinlich nachher noch zum Zug gekommen, sind zurückgekommen in die Schweiz. Ja, doch, da gab es ein paar Berichte, ja. Und wie liegt mir das so? Haben Sie das gern gemacht, vor den Medien stehen? Ah, ich spiele lieber selber. Ja, das ist eher mein Ding, da fühle ich mich wohler. Wie viele Anfragen haben Sie gehabt? Von Medien sind Sie überrannt worden? Nicht überrannt, überhaupt nicht, nein. Es war so in den regionalen Sachen waren ein paar Berichte über mich. Ja, sowohl in Deutschland eben als auch in der Schweiz. Und im Internet immer mal wieder Kleinigkeiten. Aber was Sie sicher gefreut hat, ist ein großes Fest gewesen. Wie haben Sie gefeiert eigentlich, wo Sie zurückgekommen sind? Ja, ich bin am Montagmorgen bin ich dann in der Schule angekommen. Und war selber noch so ein bisschen emotional gepackt und laufe durch die Schultür. Ich gehe immer recht früh, also ich war um 7 schon dort und sehe in der Eingangshalle wirklich eine herzliche Gratulation der Weltmeisterin. Und es war dann doch sehr, sehr speziell, dass sie das auch verfolgt haben und dass sie das wie realisiert haben und dass sie mir zuliebe sowas gemacht haben, ja. Ja, aber Sie sind Lehrerin. Wie haben denn die Kinder im Speziellen reagiert? Haben Sie auch persönliche Glückwünsche gekriegt? Ja, also Das war Wahnsinn. Sie haben natürlich alle gratuliert und sind alle recht stolz. Das Unterrichten ist mittlerweile auch leichter. Sie haben immer das Gefühl, ja, für die Frau Weltmeisterin machen wir das doch alles. Zum Teil grüßen sie mich auch mit Guten Morgen, Frau Weltmeisterin. Also das ist doch schon recht, recht niedlich, ja. Und ja, kommst du jetzt im Fernsehen und oh, Frau Zioli, und sie bringen mir immer die Zeitungsberichte und schreiben, Frau Zioli ist die beste Lehrerin. Und ja, sie geben sich doch recht viel Mühe. Wie ist denn das vor Ihrem Weltmeistertitel gewesen? Das hat sich jetzt schon... Nein, auch gut. Ich habe immer gerne unterrichtet, es war immer alles in Ordnung. Und jetzt wie ein Tick noch mehr. Wir können uns mal anschauen, was das genau war, was dazu geführt hat, zu dem Sonderstatus, den Sie mittlerweile haben in der Schule. Um 4 Grad geht es im Racquetlon. 4 Sportarten sind es. Bei Tischtennis fängt es an, nachher kommt Badminton, Squash und Tennis. Kollegen vom SWR haben einen Beitrag gemacht über Nathalie Zioli und ihren Bruder. Und wenn ich dazu einen kleinen Einspieler anschaue, mit den Bildern von der freundlichen Unterstützung vom SWR. Nathalie Zioli, wenn dann die Bilder kommen, gerade können sagen, wenn Sie gerade selber schnell können kommentieren. Ja, da sind wir jetzt eben gerade beim Tischtennis. Im Tischtennis spielt man auf 21. Genau, und dann geht es recht zügig dann nach diesen 21 Tischtennispunkten auch zum Badminton, wo man auch auf 21 spielt, jeweils 2 Anspiele. Dann kommt es eben zum Squash,
auch dort spielt man auf 21 und dann folgt auch schon das Tennis, wo wir auch auf 21 spielen. Also alle vier Sportarten werden jeweils auf 21 gespielt und man hat immer zwei Anspiele, einen von rechts und einen von links. Okay, allen, wo das zu schnell gegangen ist, gehen wir noch mal drei noch an, wo du jetzt eben mit Tischtennis. Genau. Ist das immer so? Das ist immer so. Man beginnt immer mit dem kleinsten Schläger. Genau. Und dann kommt der Wechsel aufs Badmintonfeld. Da müssen Sie sich schon ziemlich umstellen. Allein wenn man die beiden Schläger anschaut, Tischtennis ist doch bedeutend kleiner, der Ball ist viel leichter. Was heisst das für Sie als Sportlerin? Ja, mittlerweile ist das für mich keine Umstellung mehr. Also ich spiele Tischtennis an der Tischtennisplatte und marschiere dann einfach weiter zum Badminton und spiele Badminton. Also ich schalte einfach problemlos um. Das ist zu Beginn war es dann doch schwierig. Von der Distanz hätte zum Beispiel Tennis und Tischtennis der Gegner ist so weit weg. Aber mittlerweile läuft das einfach spielerisch. Das ist, ja, kein Problem. Wie haben Sie sich das können aneignen? Gibt es spezielle Trainingstechniken? Nein, einfach machen. Immer wieder so viel wie möglich spielen und wechseln. Ich spiele, trainiere zum Beispiel zweimal und dann vom Squash zum Tischtennis und so. Das ist gar kein Problem. Ich habe mich heute noch gefragt, wie ist es eigentlich mit den Schuhen? Also haben Sie überall die gleichen Schuhe? Weil die Sportler selbst sind ja hochspezialisiert, oder? Ein Tischtennisschuh ist nicht gleich wie ein Badmintonschuh, oder? Es sind ja auch andere Bewegungen, mehr Bremsen, mehr Rennen. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Wie löst Sie sich aus? Im Tischtennis spiele ich mit den normalen Badmintonschuhen. Wenn ich jetzt Liga spiele, dann wechsle ich. Also ich habe spezielle Badmintonschuhe, ich habe spezielle Squash-Schuhe und ich habe auch natürlich Tennisschuhe. Im Racquetlon spiele ich die ersten drei Disziplinen meistens mit einem Schuh, weil sie ja doch eher ähnlich sind so von den Belastungen her. Und im Tennis wechsle ich auf jeden Fall immer. Gibt es einen Wechsel, jetzt nicht Schuhwechsel, sondern einen Sportgradwechsel, der der schwierigste ist? Mm-mm, ist einfach... Ist es... Nein. Ist alles ähnlich? Also ist jeder Wechsel gleich schwierig oder... Gleich einfach. Ja, das ist einfach so. Im Racquetlon ist das so. Das ist, nee, spielt keine Rolle mehr. Und dann kommt Squash als Drittes. Ja, genau. Wie fest lieben Sie Squash? Mittlerweile sehr. Also ich trainiere das am liebsten momentan. Ich hatte dort sehr, sehr viel zum Aufarbeiten. Und doch freue mich eigentlich immer wieder, da auf dem Squash-Court zu sein. Ja. Am Schluss kommt noch Tennis als Viertes. Ist das immer auf dem gleichen Belag, auf der gleichen Oberfläche? Nee, der wechselt. Also es hat je nachdem, zum Teil spielen wir draußen. Es gibt ein Turnier in Belgien, da spielen wir auf Sand. In der Regel ist es aber eher drin, mit Granulat oder ohne. Das kommt auf die Anlage drauf an. Was spielen Sie am liebsten im Tennis? Am liebsten spiele ich draußen. Wieso? Endlich mal ein bisschen frische Luft. Im Racquetlon sind wir immer in der Halle. Ja. Nee, einfach draußen. Es ist einfach mehr Tennis-Feeling. So. Zählt wird auf jeden Fall immer auf 21, außer bei Gleichstand. Der Gummiarm, Sie haben ihn vorhin schon erwähnt. Ja. Sagen Sie doch mal, der Gummiarm. Was ist der Gummiarm genau? Also bei Gleichstand nach allen vier Disziplinen gibt es einen entscheidenden Punkt. Da entscheidet es los, wer aufschlagen muss. Das ist immer im Tennis. Und man hat eben atypisch nur einen Aufschlag. Also normalerweise hat man immer zwei Aufschläge im Tennis. Mhm. Und beim Gummiarm ist es eben genau nur ein Aufschlag. Okay, aber wahrscheinlich gehen nicht alle Partien gleich lang. Eben zählt wird schon immer auf 21, aber ich stelle mir vor, dass nicht bei allen Sportarten 21 Punkte gleich schnell gespielt sind, oder? Nee, also Tischtennis geht tendenziell immer eher länger. Squash sind sehr, sehr lange Ballwechsel, wenn die Partie ausgeglichen ist. Und Tennis geht dann wahrscheinlich am längsten, wenn man es vergleicht, ja. Wie anstrengend ist Racquetlon für Sie? Also es ist anstrengend, ja. Gerade Badminton und Squash sind sehr, sehr physisch. Aber das ist gerade der Reiz, das macht Spaß, ja. Und dazwischen, wir haben es vorhin im Bericht gesehen, das ist hart aufeinander geschnitten. Das ist, glaube ich, ziemlich an der Realität, auch vom Wettkampf, oder? Ja, also wir haben von der einen Sportart zur anderen 2 Minuten. Wir gehen den Schläger wechseln, eben eventuell Schuhe wechseln, je nachdem, manche wechseln immer die Schuhe. Schnell einen Schluck trinken und dann geht es auch schon gerade wieder weiter. Und dann gibt es im Tennis zumindest, kann man ja auch einen Timeout nehmen, für entweder aufs WC zu gehen, in einem grossen Tennisturnier oder für, um sich pflegen zu lassen, wie ist das? Also gut, bei 11, sobald eine Person 11 Punkte erreicht hat, gibt es einfach einen Seitenwechsel und da hat man ein bisschen Pause. Das sind auch, glaube ich, 2 Minuten sowas. Und dann sollte man auch wieder zügig weiterspielen. Als eigentlicher Begründer von dem Racquetlon oder zumindest unverhofft einer, der eben auch gut war in mehreren Schlägersportarten, ist der Fred Perry, dreifacher Wimbledon-Sieger. Mhm. Aber das ist nicht der einzige Grund, wieso Racquetlon der Begründer sein soll, oder? Ist er noch ein guter Tischtennisspieler gewesen? Eben, genau. Er hat neben dem, dass er im Tennis eben Wimbledon gewonnen hat, eben auch noch Tischtennis. Was er genau gewonnen hat, weiß ich nicht, aber er war sehr, sehr gut, das weiß ich. Und so hat man dann irgendwie die,
die Idee gefasst, auch alle vier Sportarten zusammen zu basteln. Ja. Wissen Sie etwas über die Fortsetzung? Das ist 1930 umeinander gesehen, ja. Und ist aber dann 70 Jahre gegangen, oder? Bis jetzt, bis das erste internationale Racquetball-Turnier gegeben hat. Was ist dazwischen gesehen? Ist da Racquetball einfach brach gelegen oder hat es ein paar Gauer, die das gespielt haben? Also ich meine einfach, irgendwo in Skandinavien rum haben dann die Leute angefangen, Racquetball zu spielen. Also haben irgendwie gedacht, es gibt Biathlon, es gibt Triathlon, es gibt Zehnkampf. Warum machen wir das nicht auch mit Schlägern? Ein Quadratlon sozusagen. Irgendwie so, ja, genau. Mit Schlägern, genau. Und dann sind sie halt einfach auf Racquetball gekommen. Ja. Wissen Sie etwas darüber, wieso es ausgerechnet in Skandinavien oder im Norden ist? Ich habe keine Ahnung. Ja. Hat das irgendeinen speziellen Grund, dass die Racquet-affiner sind, dass die mehr Racquetsport machen? Also ich weiß einfach, dass in Finnland in den Schulen mehr Schlägersportarten unterrichtet werden. Aber ob das genau damit zusammenhängt, das weiß ich nicht. Ich vermute, ja. Eben, Sie brauchen extrem viel Material. Man sieht es auf dem Tisch. Normalerweise, wenn man zum Beispiel einen Roger Federer oder einen anderen Tennisstar sieht, vom Platz läuft, wieder eine riesen Tasche dabei, ja. Und der spielt nur Tennis. Ja. Was haben Sie für eine Tasche? Oder wie groß muss die sein, dass da alles reinpasst? Ja, die ist doch auch sehr groß. Ich habe von jedem Schläger 2 bis 3. Außer am Tischtennis, da habe ich nur einen. Doch, die ist schon, also es gibt so eine Monster-Kombi, so heißt die Größe. Es gibt normale Größen und die Monster-Kombi und ich brauche die Monster-Kombi, dass alles reinpasst. Ja. Und dann müssen 3 von diesen Spielgeräten auch bespannt werden. Ja. Machen Sie das selber? Oder? Ja, ich habe eine Bespannmaschine zu Hause. Ja. Und da gibt es Unterschiede in der Bespannungshärte, nehme ich an. Ja. Wie sieht das aus? Ja, den Batman-Schläger bespanne ich zum Beispiel mit 11 Kilo. Beim Squash bin ich so zwischen 9 und 10 Kilo in der Härte. Und beim Tennis ist man so bei ca. 23 bis 27. So. Ich spiele mit 24 Kilo. Ich habe ihn sehr, sehr weich. Und Tischtennisschläger, die werden geklappt, glaube ich. Die werden zusammengesetzt mit dem Holz und dann kommt Schaumgummi drauf. Und machen Sie das auch selber? Das macht mir dann mein Vater. er weiß, wie das geht. Nee, das macht er für mich. Ja. Das ist das 061 Live mit der Weltmeisterin Nathalie, Weltmeisterin im Racquetball. Wenn Sie möchten gratulieren oder vielleicht selber möchten anfangen, dann können Sie sich telefonisch melden. 061 202 95 40. Doppel spielen Sie auch. Doppel gibt es die Sportart auch noch. Wie funktioniert das? Gerade im Squash stelle ich mir das noch speziell vor. Aber dort ist es, glaube ich, anders. Genau. Also man spielt auch ganz normal auf 21 Punkte jeweils einfach im Squash. Also jeweils Doppel. Tischtennis normales Doppel, Badminton normales Doppel. Und im Squash wechselt man sich ab. Das heißt, die Frau spielt die ersten 11 Punkte und dann spielt der Herr fertig. Beziehungsweise wenn man Damendoppel spielt, dann spielt einfach einer die ersten 11 und der andere bis 21 fertig. Wie stark sind Sie dort? Auch weltmeisterlich? Noch nicht weltmeisterlich. Im Mixed wurde ich Vize-Weltmeisterin mit meinem dänischen Partner. Wir versuchen es dieses Jahr nochmal, vielleicht doch auf den ersten Platz zu kommen. Das ist unser gestecktes Ziel schon für die Saison. Im Doppel habe ich auch eine fixe Partnerin. Und auch wir versuchen es natürlich irgendwie da so weit nach vorne wie möglich zu kommen. Ursprünglich daheim sind Sie im Tennis. Mhm. Sie sind mit 13, haben Sie etwa R3-Level gehabt und dann aber irgendwann gewechselt auf Racquetball. Wie ist das gekommen? Ja, ich hatte ein Problem mit dem Rücken. Ich musste 2-mal operiert werden und war dann so ziemlich, ich war fast 3 Jahre aus dem Geschäft, aus dem Sportgeschäft. Ich habe keinen Sport mehr machen dürfen in der Zeit. Ich musste ein Korsett tragen, also war komplett ruhig gestellt. Und habe dann nach diesen 3 Jahren, habe ich zwar noch mal versucht, so den Anschluss zu finden, aber die 3 Jahre haben mir wirklich gefehlt. Ich hatte keine Chance mehr. Habe dann eher so ein bisschen angefangen, Trainerschein zu machen, habe dann angefangen, ein bisschen Badminton zu spielen, ein bisschen Squash zu spielen. Und so kam es dann irgendwann, dass ich von Racquetball gehört habe und dachte, das wäre eigentlich genau die richtige Sportart für mich zum Ausprobieren. Ja. Sie haben jetzt die Verletzungen so beiläufig erwähnt, aber ich glaube schon eher eine dramatische Geschichte gewesen. Ich habe gelesen, Sie sind verschrubbt worden, 2 Wirbel, die zusammengeschrubbt worden sind. Genau. Und dann sind Ihnen die Schrauben abgebrochen. Genau. Ja, ich wurde operiert in Heidelberg, die erste Operation. Und da haben sie eben 4 Schrauben eingeschraubt. Und nach einem Jahr hieß es eigentlich, ich bin jetzt wieder freigestellt, ich muss einfach nur noch zur letzten Kontrolle kommen. Und dann hatten wir auf dem Röntgenbild gesehen, dass von diesen 4 Schrauben eben 3 gebrochen waren. Das haben Sie gar nicht gemerkt? Nee, ich war ganz, ganz davon überzeugt, dass ich jetzt normal wieder weitermachen kann. Oder dass ich wieder mit dem Tennis anfangen kann. Das war so mein Traum damals. Ja, und dann haben sie mir doch gesagt, ich soll nochmal einen neuen OP-Termin ausmachen. Das müsste man unbedingt nochmal operieren.
Haben wir dann gemacht, allerdings nicht in Heidelberg, sondern sind dann nach Basel. Und ja, nochmal operiert, nochmal 3 Wochen liegen, wieder Korsett, Gips, alles wieder Reha und dann hat es gehalten. Oder jetzt hält es, jetzt bin ich absolut schmerzfrei. Aber was Sie uns jetzt noch verschwiegen haben, ich habe gehört, ein Arzt hat Ihnen dann gesagt, dass das gesehen ist mit Sport. Nein, er hat mir empfohlen zu joggen und zu walken, schwimmen und Fahrradfahren. Das waren so diese 4 Sportarten, die er mir empfohlen hat. Was hast du zu Racquetball gesagt? Ja, das habe ich mich nicht getraut zu fragen. Nein, ja, also er hat mir eher von Tennis abgeraten damals. War Tennis noch wichtig, ja. Was ist Ihnen wichtiger, Ihre Sport oder Ihre Gesundheit? Schon die Gesundheit, aber momentan habe ich nicht das Gefühl, dass sie auf dem Spiel steht. Haben Sie keine Angst vor Folgeschäden, dass nochmal etwas Ähnliches könnte passieren? Eben nochmal Schrauben abbrechen oder das Gelenk oben? Also die Schrauben haben Sie rausgenommen. Jetzt haben Sie gar keine Schrauben mehr drin. Nein. Nein, aber es kann immer irgendwas passieren. Von dem her, nein, das ist gut so. Wie ehrgeizig sind Sie? Wahrscheinlich schon ehrgeizig. Sonst würde es wahrscheinlich alles nicht so klappen. Aber doch mit sehr, sehr viel Freude. Also für mich ist das ein Hobby. Ich verdiene damit kein Geld, das ist einfach mein Spaß. Und darum habe ich immer noch Freude dabei. Und darum ist es nicht so endlos verbissen. Ziemlich verbissen sieht aber Ihren Tagesplan aus. Sie haben mir den geschickt. Ja. Also im Prinzip regelmäßig unter der Woche vom 7. Uhr morgen bis um 10 Uhr oben ist der ausgebucht, oder? Ja. Ja, aber es ist für mich, ich gehe nach der Arbeit gehe ich trainieren. Und das ist einfach für mich Kopf ausschalten. Der absolut perfekte Ausgleich. Und weil es gerade 4 Sportarten sind, ist es auch nicht immer dasselbe. Ich trainiere immer irgendwas anderes, immer mit anderen Leuten. Das ist für mich auch kein Stress. Das ist einfach, macht mir Spaß. Sie arbeiten als Lehrerin 90%. Ist das ein Vorteil? Können Sie sich damit so etwas einteilen, dass Sie sagen, ja, vorbereiten, mache jetzt ein andermal, jetzt kann ich gut trainieren. Ist das ein Vorteil fast als Lehrerin für Sie? Also ja, klar, die Unterrichtszeiten sind fix, aber ich kann zum Beispiel in den Ferien arbeite ich trotzdem mehr oder weniger täglich und kann dort sehr, sehr viel im Vorfeld vorbereiten und habe dann einfach während der Unterrichtszeit ein bisschen mehr Puffer. So. Ich gehe recht früh schon in die Schule und bereite dort noch die letzten Sachen vor, sodass ich gegen 5 langsam nach Hause gehen kann zum Trainieren. Ziemlich sportverrückt sind, glaube ich, auch Ihre Eltern, ja. Weil statt Wein haben die Squash-Court im Keller. Ja. Das habe ich noch nie gehört, wo Sie eigenes Squash-Court daheim haben. Also meine Eltern haben sich beim Tischtennis kennengelernt, haben dann einen Badminton-Club gegründet. Als meine Mutter schwanger war, hat sie auch noch Badminton-Spieltage mit mir im Bauch gemacht. Dann waren wir eine Zeit lang in Südafrika und dort hat mein Vater angefangen, Squash zu spielen. Und das haben die Leute dort offenbar. Also es gibt viele Leute, die einfach als Garage einen Squash-Court haben. Und mein Vater wollte das unbedingt auch und wir haben dann einen Squash-Court einfach in den Keller bei uns gebaut. Ja. Eine einfache Frage. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Ja, Sport. Selbstverständlich Sport. Wie sieht der Sportunterricht aus von der Frau Zeoli? Ja, also ich versuche immer so ein bisschen Schlägersportarten mit reinzunehmen. Das haben wir halber denken. Vor kurzem habe ich gerade mit den Dritt- und Viertklässlern Badminton gespielt. Ich versuche auch immer, ich würde gerne auch mal Tennis spielen mit ihnen. Also ich halte mich natürlich an den Lehrplan, aber versuche solche Sachen immer mit einlaufen zu lassen. Sehen Sie sich bitte als Botschafter von diesen Rückschlagsportarten? Oder anders gesagt, ist in Ihrer Schulzeit zu wenig von diesen Sportarten betrieben worden? Ja, also ich in meiner Schulzeit habe ich nichts dergleichen gemacht. Wir haben Basketball gespielt, Fußball gespielt. Mit Schlägern hatte ich in der Schulzeit nie was zu tun, außer dass meine Eltern mich eben ins Tennistraining gebracht haben. So. Aber das kam alles von zu Hause und nie von der Schule. Das ist schade, ja. Jetzt Sporttrends kommen und gehen. Es hat schon viele Sportarten gegeben, die dann aber auch wieder verschwunden sind. Welche Chancen geben Sie dem Racquetball? Ganz, ganz große. Ja, es ist so eine spannende Sportart, weil eben jeder Punkt zählt. Also es werden immer mehr und mehr Leute, die spielen. Die Teilnehmerzahlen wachsen und wachsen. Viele Leute, mit denen ich rede, die einmal Racquetball gespielt haben, die bleiben dabei, die sind begeistert. Ich bin mir ganz sicher, dass das weiter und weiter wächst. Viele europäische Länder haben jetzt auch ihren nationalen Racquetball-Verband. Etwa 6 Jahre sind es, was es auch in der Schweiz gibt. Was bringt so ein Verband? Also der Verband organisiert eine Turnierserie zum Beispiel. Die organisieren eine Nationalliga in der Schweiz. In Deutschland ist es die Bundesliga. Im Endeffekt bringen diese ganzen Verbände
Einfach, dass der Sport wächst, denke ich. Ja. Und was denken Sie, der Einfluss von diesem Verband auf eine allfällige olympische Kandidatur? Ich habe gerade heute noch telefoniert mit Swiss Olympic. Die haben gesagt, dass man bis jetzt den Racquetlon-Verband nicht dabei haben will, weil sie eine Konkurrenz seien für Tischtennis und Badminton und die anderen Sportarten. Mhm. Sind Sie das? Nein, es ist eine Ergänzung. Ich finde, man sollte es positiv sehen. Die Leute, die halt einfach nicht Tennisprofi sind, haben dann die Chance, wenn sie ein bisschen breiter gefächert sind, alles so ein bisschen zu machen. Ich denke, das ist eher eine Ergänzung und keine Konkurrenz in dem Sinn, nein. Über was wir jetzt gar noch nicht geredet haben, sind die Kosten, oder? Sie reisen viel umeinander. Es gibt 15 Weltturniere, wo Sie wahrscheinlich auch das eine oder andere bestreiten. Ja, also ich spiele in Europa spiele ich die meisten. Es gibt was in Kanada, da reise ich nicht hin. Die Kosten trage ich selber. Von dem her mache ich einfach die Europa-Turniere so. Was kostet Sie so eine ganze Saison? Das will ich gar nicht wissen. Das ist recht viel wahrscheinlich. Also wenn man allein überlegt, ich zahle den Flug, ich zahle das Hotel. Viel Geld. Neben dem könnte es eben noch ein Zeit gehen, bis sie dann olympisch wäre, die Disziplin, und sie auch Sponsoren könnten finden, die sie bis jetzt noch nicht haben. Was ist zuerst, ihr sportlicher Rücktritt oder dass Racquetlon olympisch ist? Ja, nein, also wenn es olympisch wird, dann spiele ich sicher bei den Senioren noch mit. Da gibt es ja auch Seniorenkategorien. Das heißt, so schnell höre ich nicht auf. Zuerst wollen sie ja noch WM-Titel sammeln im Doppel und Mixed. Genau. Wir sind schon fast am Schluss von der Sendung, aber noch die obligaten 5 Stichworte. Das erste, Roger Federer. Er ist ein Wahnsinnssportler. Dennis Ellbogen. Hatte ich leider noch nie. Ich hätte gerne mal diesen Schmerz, ob der wirklich so schlimm ist. Mein Bruder hat den und jammert die ganze Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm ist. Fußball? Ja, da habe ich 2 linke Beine. Keine Chance. Freizeit? Racquetlon. UGW? Habe ich keinen. Nathalie Zioli, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Und ich hoffe, dass Sie nicht zu viel Schmerzen, sondern mehr Erfolg geniessen dürfen. Ja, noch mehr Erfolg. Ja. Merci. Jetzt kommt der kleine Prinz. Und zwar sehen Sie das im Veranstaltungsmagazin «Was läuft?» mit einer Aufführung aus dem Fernbacher Theater. Schönen Abend.